Ja, mein Name ist Dirk Budinski. Ich bin Professor für Materials Science am Campus Leverkusen der TH Köln und befasse mich seit ca. 10 Jahren mit der Frage, wie wir Lehre auch mit Hilfe digitaler Medien wirkungsvoller gestalten können, damit Studierende einfacher und besser lernen. Eine für mich wichtige Erkenntnis war, wie wertvoll die gemeinsame Lernzeit mit den Studierenden eigentlich ist. Und darum versuche ich, die Veranstaltungszeiten, wo immer möglich, für gemeinsames Arbeiten und Diskussionen zu nutzen. Um hierfür Zeit zu gewinnen, biete ich den Studierenden die Möglichkeit, sich grundlegende Informationen und Zusammenhänge mithilfe digitaler Medien, also insbesondere Videos, im Sinne des Inverted Classroom-Modells zunächst selbst zu erarbeiten. Hierzu produzieren und nutzen wir zunehmend Lightboard-Videos. Den ersten Kontakt mit der Lightboard-Technik hatte ich im Februar 2019 auf einer Konferenz mit dem Titel Videos in der Hochschullehre, ich meine an der Hochschule Worms. Und direkt danach haben wir zunächst mit einem selbstgebauten Lightboard angefangen zu experimentieren. Mittlerweile nutzen wir professionelle Lightboards. Im Vergleich mit anderen Videoarten kommen Lightboard-Videos nach meiner Einschätzung einer persönlichen Präsentation im Hörsaal am nächsten. Wenn ich auf dem Lightboard schreibe oder zeichne und dabei Zusammenhänge erkläre, bin ich den Studierenden auf der anderen Seite durchweg zugewandt. Bei den Studierenden wird so nachhaltige Aufmerksamkeit erzeugt. Hauptsächlich nutzen wir das Lightboard für das Erstellen von Videos. Meist geht es um die Herleitung von mathematischen und chemischen Gleichungen und Zusammenhängen sowie Reaktionsmechanismen. Die Studierenden nutzen die Videos dann im Selbststudium für die Vorbereitung auf Veranstaltungen und in der Gruppenarbeit. Das Lightboard setzen wir selbst seltener für Live-Präsentationen ein, auch wenn der Aufbau des Boards wirklich einfach ist und es sich daher gut für spontane Live-Übertragungen eignet. Zugegeben, auch wenn es nicht um Live-Übertragungen geht, kostet das Sprechen vor der Kamera bei den ersten Gehversuchen dann doch etwas Überwindung. Bei meinen ersten Videoaufnahmen mit dem Lightboard fand ich es eigentlich ganz angenehm, dass ich durch das Schreiben und Zeichnen auf dem Board tatsächlich etwas weniger auf die Kamera fokussiert war als bei anderen Videoproduktionen. Ich denke, das lockert die Atmosphäre und die Aufzeichnung insgesamt automatisch etwas auf. Ja, vielleicht arbeiten viele Studierende auch gerade deshalb besonders gerne mit diesen Videos. Einige Studierende sind zu Beginn regelrecht beeindruckt, weil sie denken, dass ich in Spiegelschrift schreibe. Das stimmt natürlich nicht. Das Schreiben auf dem Board funktioniert genau wie auf einem Whiteboard. Das Video wird dann elektronisch gespiegelt, damit die Studierenden die Inhalte auch lesen können. Diese kurzzeitige Verwirrung legt sich meistens schnell und steigert letztlich nur das Interesse und die Aufmerksamkeit. Insgesamt habe ich bisher eigentlich nur positive Erfahrungen mit der Produktion von Lightboard-Videos und deren Wirkung auf Studierende gemacht, sowohl hinsichtlich der Lernmotivation als auch des Lernerfolgs. Daher biete ich gelegentlich auch Hands-on-Workshops an, um die Faszination Lightboard mit anderen zu teilen. Insofern kann ich allen Interessierten nur empfehlen, die Arbeit mit einem Lightboard einfach mal auszuprobieren.